Mmh, dieser Lolli ist so lecker. Wenn ich eins hasse, dann Lollis. Süßigkeiten, verschwindibus. Komm zu mir. Erdbeb, was mache ich bloß? Meine Süßigkeiten. Nein, her damit. Hey, die brauche ich. Es funktioniert. Autsch. Ich bin zu stark geworden. Konzentration. Nein, das ist meiner. Endlich, meiner. Keine Lollis. Ich brauche neue Süßigkeiten. Ich nehme das Klopapier als Flaschenpost. Und ab geht die Reise. Dem werde ich's zeigen. Hebt mir gefälligst was von der Pizza auf. Hallo, ich wollte nur das hier für meinen Freund vorbeibringen. Hey, Baby, ich habe den Kaktus, den du wolltest. Le-le-le, ooh, yeah. Hey. Nicht schlecht. Aber denk dran, kein Essen und Trinken. Oh, ich weiß. Den Kaktus würden sie doch nicht essen, oder? Pieksig. Ha, du Dummchen. Okay, stell ihn hin. Baby, es funktioniert. Ich meine, auf Wiedersehen. Ich trau ihr nicht. Das sehe ich mir genauer an. Hm, riecht wie ein Kaktus. Sieht aus wie ein Kaktus. Diese Steine sind Schokolinsen. Wusste ich's doch. Nicht mit mir. Hier, bitteschön. 1002? Ah, mein Kaktus. Mein Kaktus. Mh, lecker. Den lasse ich mir schmecken. Oh, meine Zunge, sie sieht wie ein Stachelschwein aus. Autsch, das tut so weh. Hilfe, Schwester, Doktor, Mami. Was hat der denn für ein Problem? Ich lache mich tot. Halt still. Ah! Oh, das muss wehtun. Mein Rücken, mir tut einfach alles weh. Kann ich helfen? Ich wollte meine Freundin besuchen. Oh, schwanger sein ist nicht leicht. Oh, du bist schwanger. Ich dachte, du bist nur fett. Aha, bald ist es soweit. Darf ich mal horchen? Wow, das macht wohl gerade Sport. Ja, naja, ich gehe jetzt mal lieber. Oh, natürlich. Wer bist du denn? Oh, hallo Süße, so schön dich zu sehen. Ich bin's. Ich habe mich verkleidet. Oh, ach ja, na klar. Ich habe eine Überraschung für dich. Tada! Dein Ernst? Fantastisch. Wo ich herkomme, gibt's noch mehr. Wer ist der süßeste Scanner, hä? Hä? Was ist denn da los? Schnell, verhalt dich normal. Da stimmt doch was nicht. Oh, oh. Was ist denn los? Ich meine, sie hat wen? Das Baby kommt? Keine Sorge, ich krieg das hin. Ich bin auch ausgebildete Ärztin. Holen wir das Baby. Das habe ich nicht kommen sehen. Okay, atme ganz ruhig. So, was machen wir denn jetzt? Sieh nicht mich an. Tu so, als würdest du ein Baby bekommen. Na gut. Oh, ich glaube, ich kann das Baby schon fühlen. Ich glaube, ich sehe das. Oh, ich dachte, sie bekommt ein Baby. Es ist ein Mädchen. Wir haben sie Candy genannt. Jetzt muss ich los. Tschüss, Krümel. Was für ein hübscher Name. Endlich bin ich alleine. Nur nicht vergessen. Hm, fast leer. Ich bestell mal lieber Neues. Hey, ich brauche eine Speziallieferung. Klopapier in Zelle 4. Alles klar, kein Problem. Bin gleich da. Jetzt etwas Aufmerksamkeit erregen. Perfekt. Treffer. Eine leere Klopapierrolle? Willst du mir helfen? Hier müsste mal abgewischt werden. Widerlich. Hey, wir brauchen Klopapier in Zelle 4. Schnell. Es stinkt bis hierher. Hat hier jemand Klopapier bestellt? Fang. Danke. Meine Lieblingssorte. Mmh, das ist das beste Klopapier aller Zeiten. Davon brauche ich noch mehr. Warte, oh je, das Curry gestern hätte ich nicht essen sollen. Oh nein, Lea, Hilfe! Hier, nimm das. Danke, du bist meine Rettung. Niemand da. Peng, peng, peng. Überfall. Keiner im Westen zieht schneller. Hallo, kennen Sie schon Robert, meinen Mäusefreund? Wow, wo kommst du denn her? Duschst du auch mal? Du bist verrückt und solltest dich mal rasieren. Wo ist es denn? Ah ja.
Keine Sorge. Hilfe naht. Mal sehen, womit wir es zu tun haben. Soll der Schnauze weg? Hey, den habe ich ewig wachsen lassen. Da drüben, der ist das Problem, nicht ich. Na, von mir aus, Schätzchen. Jetzt kommt der Bart ab, Herzchen. Nein, er gehört zu mir und Robert liebt ihn. Halt dich fern. Es wird auch nicht wehtun. Jetzt lass mich ran. Aber, hey, das ist schön glatt. Ich bin noch nicht fertig, Schnuckelhase. Sieh her, ein kleines Extra. Aber das gibt's nicht umsonst. Geld, richtig. Das ist ein guter Handel. Cola. Keine Sorge, Robert. Ich teile mit dir. Mir ist so langweilig. Ich weiß. Wer ist eine süße kleine Ratte? Und los, kleine Ratte. Zeit für Stufe 1 meines Plans. Genau getroffen. Es funktioniert. Na toll, wie soll ich denn jetzt meine Zeitung lesen? Zum Glück habe ich diese Taschenlampe. Hey, warum machst du denn sowas? Sorry, ich bin nur hier, um das Licht zu reparieren. Na endlich, ich kann nicht arbeiten, wie lesen oder rätseln. Mach schnell. Hallo, hier drüben. Meine Augen. Ups, ich habe ein paar Spezialwerkzeuge. Ich nehme die hier. So viel Auswahl. Ich mache nur meinen Job. Jetzt muss ich aber weiter. Sie ist echt gut in ihrem Job. Vielleicht kann ich noch ein bisschen Spaß haben. Was ist denn jetzt? Oh, Ratte, Hilfe! Wo ist sie? Wo ist sie? So, meine Geburtstagswunschliste ist fertig. Happy Birthday! Oh, das wäre doch nicht nötig gewesen. Das ist zu lieb. Happy Birthday to me. Happy Birthday to me. Hoch soll sie leben. Hoch soll sie leben. Was ist denn hier drin los? Hui! Oh, ich hab Geburtstag, siehst du? Oh, herzlichen Glückwunsch. Was soll ich ihr bloß schenken? Ich hab's. Hallo? Ja, ich bitte sofort. Es ist ein besonderer Anlass. Wow, das ging schnell. Du bist Masseur? Ganz genau. Ich weiß genau, wie es geht. Wow, wie professionell. Kannst du mich auch massieren? Mein Nacken ist so verspannt. Junge, tut das gut. Oh ja, genau. Da tut es weh. Was ist los? Ich kann mich nicht bewegen. Halt! Klopapier aufrollen. Das blödeste Geburtstagsspiel aller Zeiten. Hey, ich bin's. Ich habe ein Geschenk für dich. Als erstes die hier. Gummibärchengel. Blau, meine Lieblingssorte. Lecker, danke. Ich verschwinde mal lieber. Tschüss. Der steckt noch eine Weile fest. Hey, Kusch, das ist kein Nest. Verschwinde. Und keine Dummheiten machen. Das war so grob. Meine Haut ist empfindlich. Zeit für die Flucht. Das ist schwerer, als es in dem Film aussieht. Fast geschafft. Kann's kaum erwarten, hier rauszukommen. Ich bin müde. Geschafft. Ich bin frei. Was soll der Lärm? Gefängnisausbruch. Nicht so schnell, junger Mann. Du kriegst mich nicht. Ab zurück. Hallo? Wache? Ich brauche Verstärkung. Repariere die Gitterstäbe dieser Zelle, aber leise. Ich muss mich hinlegen. Hab das perfekte Material dabei. Keine Zelle kann mich aufhalten. Kinder heutzutage denken, sie wissen alles. Moment, das riecht wie Süßigkeiten. Schmeckt auch so. Es sind Zuckerstangen. Ach, hätte ich nur Zähne. Hey. Ich dachte, du könntest eine Pause gebrauchen. Willst du spielen? Das wird lustig. Nein, nein, alles nur das nicht. Glaubst du, du könntest Süßigkeiten ins Gefängnis schmuggeln? Verrate uns in den Kommentaren, wie du es anstellen würdest. Vergiss nicht, das Video mit deinen Freunden zu teilen und abonniere unseren Kanal, um kein tolles Video zu verpassen.